So ein bisschen vor, wir unterhalten uns ein bisschen und jetzt sind wir auch live. So, dann warten wir noch, bis so der eine oder andere hier mal reinkommt. Schaue ich zu dir. In die Kamera zu mir, kannst, wie du willst. So, und dann so langsam aber sicher füllt sich hier die Lobby einfach. Niki ist schon da, Emil cool. So, herzlich willkommen hier zum Live-Q&A. Wir haben uns hier Romano Schmid geschnappt und ihr habt die Chance hier, Romano, eure Fragen, die euch so unter den Nägeln brennen, die ihr Romano schon immer mal stellen wolltet, an ihn jetzt zu stellen. Also schreibt's gerne in die Kommentare. Phil Klaussen schon mit Schmied und ganz vielen Herzen. So, natürlich grüßen wir euch auch alle. Schön, dass ihr mit am Start seid. Werde ich gefragt, ob du verheiratet bist? Nee, aber schon 7 Jahre zusammen mit meiner Freundin. Und ja, mal schauen, vielleicht heiraten wir ja eines Tages. Und Hasek hat auch geschrieben, noch alles Gute zum 7. Jahrestag. Dankeschön. Fabi will von dir wissen, woher kommt Romano? Das weiß er nicht. Nee, aus Graz, Österreich, ja. Bei welchem Verein wolltest du schon immer mal spielen? Gut, das ist gemein. Nee, keine Ahnung, richtigen Verein gab es eigentlich nie wirklich. Aber Deutschland war immer der Traum, wo ich klein war. Und natürlich, wenn du halt sagst, bei welchem Club, dann war natürlich irgendwann mal bei Real oder Barca, aber das ist halt, ja, weit hergeholt, kann Weit man sagen. hergeholt. Wer ist denn dein bester Freund so aus der Mannschaft? Das ist noch eine Frage, die hier reinkommt. Das muss man auch wissen. Schmidt natürlich, also Niklas Schmidt. Habt ihr so eine Clique, so allgemein, jetzt so du, Schmidti und sind da noch ein paar dabei, die so immer mal wieder auch was unternehmen? Ja, zu Beginn der Saison waren oft Schmidti, ich, Fülle, Zetti war noch. Ich glaube, das war es dann eigentlich. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, mache ich mit Schmidti trotzdem am meisten. Klar, Tausp fragt, hast du dir vorgenommen, noch mehr Dinger in den Winkel zu schießen? Natürlich, also jetzt, wo es schon so gut funktioniert, dann muss man immer vielleicht noch einmal öfter draufhalten, dass er vielleicht reinfliegt und das werde ich versuchen. Wie ist die Stimmung aktuell in der Mannschaft? Ja, ich glaube, so gut war sie, seit ich hier bin, jetzt seit 1,5 Jahren noch nie. Jeder vertragt Spaß, jeder ja, kann auch mal ein bisschen gehänselt werden, sag ich mal. Und ja, es ist einfach eine richtig geile Stimmung. Wie viele Scorer sind dein Ziel? Ja, jetzt habe ich glaube ich 5 oder 6. Ist noch zu wenig. Keine Ahnung. Wenn ich bei 10 Scorern oder 10 bis 12 Scorer bin, glaube ich, dann bin ich zufrieden. Kannst du Skifahren als Österreicher? Nee, noch nie Ski gefahren. Spielst du Fortnite? Nee, habe ich früher viel gespielt. Als ich hier von Werder ausgeliehen war, da habe ich immer Fortnite gespielt, aber jetzt gar nicht mehr. So, was für Games zockst du sonst so? Eigentlich nur Warzone, so Call of Duty. Aber jetzt durch, dass ich meinen Sohn bekommen habe, auch nicht mehr so viel. Vielleicht einmal die Woche. Wie findest du das Sturmduo Duxch und Füllkrug? Wie soll ich das? Also wie es halt ihr auch findet wahrscheinlich. Ich glaube, die harmonieren ganz gut gemeinsam. Ich glaube, wir dahinter harmonieren ja auch ganz gut mit denen, wobei wir vielleicht noch mehr Scorerpunkte oder mehr Assists denen geben müssen. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, kann die Mannschaft richtig froh sein, solche Stürmer zu haben. Was war denn dein bisheriges Lieblingsspiel mit Werder? Ich glaube, man ist halt schwierig. Jetzt dieser Lauf ist schon richtig cool und richtig geil. Aber ich glaube, das schönste Spiel war vielleicht gegen Hertha in Berlin beim 4-1. Das war, glaube ich, so von der Atmosphäre, obwohl es ein Geisterspiel war, so innerhalb der Mannschaft schon ja, ein richtig geiles Erlebnis. Auch für mich persönlich in der Bundesliga so ein geiles Spiel zu machen. Lass uns nochmal auf das Spiel gegen Paderborn zurückgucken. Hast du sowas schon mal erlebt? Mit allem, was da so passiert ist, also so viele Also so Tore, viel dann. Weitschusstore, so viele schöne Tore habe ich sicher noch nicht erlebt. In der zweiten Liga in Österreich haben wir mal ein ähnliches Spiel gehabt gegen Hartberg, glaube ich, mit Liefering noch. Das ging dann auch 3-2 aus, aber das war auch so ein wildes Hin und Her, aber so brutal, glaube ich. Ja, das hat man auch nicht so oft in seiner Karriere. Das stimmt, also wir sind auch aus allen Wolken gefallen, als wir da an der Seitenlinie saßen. Das glaube ich. Hast du eine Idee, wie man eine bessere Schusskraft bekommt?
Also bei meinen Toren sieht man ja, dass ich eher schlänze. Also ich schieße auch nicht so fest. Also ich habe keine Ahnung, wie man es besser hinbekommt oder mehr Kraft bekommt. Vielleicht muss Beine trainieren. Keine Ahnung. Dann schauen wir mal, was sonst noch so an Fragen kam. Was zeichnet euren neuen Trainer oder jetzt auch schon längeren Trainer Ole Werner aus? Ja, ich glaube, für mich persönlich ist er und sein Trainer, dem einfach richtig, richtig wichtig. Er kam hierher, als vielleicht manche Spieler nicht so viel Selbstvertrauen hatten, nicht so viel, ja, so viel Spaß am Fußball hatten, wie es eigentlich sein sollte in unserem Beruf, weil es ja eigentlich das Schönste ist, was wir machen. Und deswegen zeichnet ihm, glaube ich, Menschlichkeit vor allem aus, vor allem auch wir mit der Mannschaft oder was aus der Mannschaft jetzt in dieser kurzen Zeit gemacht hat, dass wir richtig geil Fußball spielen wieder, immer mutig sind und auch uns nicht zu schade sind, auf zweite Bälle zu spielen. Aber was sein Trainer dem und ihm wirklich ausmacht, ist, glaube ich, wirklich das Menschlichkeit oder die Menschlichkeit. Wie ist er denn, beschreib mal so, wie ist er mit dir umgegangen am Anfang? Also, es ist ja dann immer für so einen Trainer, der neu dazukommt, habt ihr Einzelgespräche geführt? Oder wie haben die dich angepackt, so als Spieler? Also im Großen und Ganzen will mich, weil jeder weiß ja, dass ich vielleicht nicht der einfachste Spieler bin, gleich mal mit mir reden und so. Und ja, gibt mir vielleicht mehr Stoff, als mir lieb ist. Ich bin eher so ein Spieler, ich möchte gerne in Ruhe gelassen werden, sagen wir mal so. Und ich glaube, das haben die beiden bei mir richtig, oder Kohle und der Trainer wirklich gut hinbekommen bei mir. Sie haben mir meine Freiheiten gegeben, sie haben mir auf eine gewisse Art und Weise zeigt oder übermittelt, dass ich ja richtig wichtig sein kann und ein richtig guter Fußballer bin, aber im Großen und Ganzen haben sie mich einfach in Ruhe lassen, mein Ding machen lassen und mir einfach viel Mut und ja, Selbstvertrauen zugesprochen. Glaubst du, es war Zufall, dass du gegen Aue dann direkt im ersten Spiel von Ole und Kohle getroffen hast? Nee, glaube ich nicht. Also wie gesagt, ja, also die kamen hierher, haben mir mein Ding machen lassen. Ich glaube, zu Beginn stand noch nicht fest, ob ich in der Startelf bin. Da habe ich, glaube ich, durch eine gute Trainingsleistung habe ich es dann in die Startelf geschafft und dass es dann so gut funktioniert hat, ist natürlich schön. Aber wie gesagt, ich glaube, die haben mir in dieser Woche so viel Ruhe und Vertrauen übermittelt, auch in meine eigenen Stärken, dass das ja schon vieles mit dem Trainerteam zu tun hatte. Beschreib mal, wie ist Ole so in der Kabine zu euch? Also ist er jemand, der immer mal wieder reinkommt und ja, auch mal für ein paar Witze zu haben ist? Oder ist er da gar nicht so präsent in der Kabine und Nee, in der Kabine ist er nicht wirklich. Ich glaube, deswegen heißt es ja Spielerkabine, da ist er eigentlich ganz selten. Aber ich glaube, ihr alle sagt ja, die Norddeutschen haben so einen stumpfen Humor, stumpfen Charakter. Er hat manchmal richtig ja, so stumpfe Ansagen, was einfach, wobei er nicht so viel lacht, aber was eigentlich richtig witzig meint ist. Und also mir gefällt das irrsinnig und also ich amüsiere mich richtig dabei, wenn er so einen stumpfen, ja, lustigen Schmähwitz raushaut. Und ja, das finde ich schon richtig geil. was ist denn dein Lieblingswitz oder hast du einen Lieblingswitz? Von jetzt von ihm. Nee, so von dir, so Ach allgemein. so, von mir. Nee, habe ich keinen. Nein, ich habe wirklich keinen. Keine Ahnung. Ist eher so Situationskomik dann. Ja, also ich bin ja ein bisschen verrückt und so und dann irgendwann haue ich mal was raus, aber jetzt nicht so. Es muss spontan kommen. Ja, okay. Ja. Wer ist denn abgesehen von dir der witzigste aus der Kabine? Bisschen von mir, ich weiß nicht, ich bin glaube ich nicht der Witzigste. Wahrscheinlich der meisten Stimmung und so in der Kabine sind meistens so die Brasilianer. Also Leo ist ja ein halber der Brasilianer. Ich glaube schon, dass er ja auch was in der Gruppe bei uns so um sich geht oder rumgeht, ist er schon der Witzigste. Was ist denn so dein Lieblingssong? Ja, nicht wirklich Musik, nicht so viel. Habe ich jetzt keinen. Kann ich nicht sagen. Okay, Lieblingsfilm, Serie? Hast du da irgendwas? Serie ist ganz verrückt, das glaubt mir wahrscheinlich keiner. Walking Dead schaue ich ziemlich gern. Okay. Dann Prison Break habe ich auch durchgeschaut, das war auch richtig cool. Das ist so bei Serien, wenn es so Comedy-Serien ist, dann eher so Two and a Half Men, schätze ich so. Und Filme, boah, der Harry Potter wahrscheinlich, Herr der Ringe und so ein Scheiß. Aber gute Klassiker auf jeden Fall. Hast du einen Traum so in deinem Leben oder im Fußball, den du dir noch erfüllen willst? Ich bin 22, also wenn ich jetzt noch keine oder keine Träume mehr hätte, wäre es ein bisschen komisch.
Natürlich will ich wieder in der Bundesliga spielen. Und ja, das ist ein Traum und ja, hoffentlich geht er auf. Oder in Erfüllung. Wenn du jetzt von hier aus dem Stadion rausgehen würdest und in den Fanshop und du dir ein Trikot raussuchen müsstest, welches Trikot würdest du dir kaufen? Meins. Abgesehen von deinem? Ich bin ja schon so ein Typ, ich liebe Fußball, würde ich sagen. Ich mag richtig geile Fußballer und deswegen würde ich, kann ich zwei sagen? Nein, kann ich, ich sag drei, okay, drei. Deine Top 3 und dann sagst du noch, wer auf 1, 2 und 3 ist. Okay, nein, das sage ich nicht. Ich sag meine Top 3 und dann die 1, okay? Okay. Die 2 und 3, das möchte ich nicht messen. Also, die ersten zwei sind Fülle und Duxi, weil ich glaube, wenn man so viel Tore schießt und so und die so viel fürs Spiel machen, ist das richtig, richtig cool. Das wird, und dann der erste ist natürlich Schmidti. Also, der ist ein begnadeter Fußballer, sehr intelligenter Fußballer. Super Technik. Ja, und ich spiele auch sehr gut mit ihm zusammen und deswegen, es macht Spaß, ihn anzuschauen oder zuzusehen beim Fußballspielen. Diab fragt, ob du ihn grüßen kannst. Wie? Diab. Ja, dann, ich grüße dich, mein Freund. So, mal gucken, was wir sonst noch haben. Gibt's so einen Ort in Bremen, so einen Lieblingsort, den du hast? So, keine Ahnung, Schlachte, Viertel, Bürgerpark? Nee, eigentlich bin ich am liebsten zu Hause. Und so spazieren laufen? Da ist hinter mir, Teil, wo ich wohne, so ein kleiner Park. Da gehe ich mit meinem Sohn oder mit meinem Hund. Es ist jetzt nicht so der blumenreichste Park, sage ich jetzt, wo so viel Liebe und so drin ist, aber das reicht vollkommen. Was würdest du denn sagen, was für dich dein bestes Spiel war, das du für Werder gemacht hast? Also wie gesagt, ich glaube, die letzten 5 Spiele läuft zwar richtig gut für mich mit den Toren und so, aber ich glaube, gegen Hertha damals auch in der Bundesliga war ich ziemlich gut. Und irgendein Spiel in der Bundesliga war ich noch richtig gut, weiß gar nicht. Vielleicht auch Kräuter Fürth im Pokal, glaube ich, war ich gut letztes Jahr. Und ansonsten, ja, ich finde, dass ich diese Saison wirklich schon gute Spiele gemacht habe, wo ich vielleicht keinen Scorer gemacht habe, vielleicht ein bisschen unglücklichen Abschluss war. Aber ich glaube, ja, herausstechen wirst wahrscheinlich das Spiel gegen Hertha, glaube ich so. Popcorn süß oder salzig? Du, in Österreich gibt es das nicht so. Aber gehst du in Österreich nicht ins Kino? Doch, aber da kann man nicht süß und salzig, da gibt es glaube ich nur salzig. Echt? Ja. Hast du mal süßes Popcorn versucht? Ja, ist gut, aber so wenn ich im Kino bin, habe ich es lieber salzig. Okay. Also da auf diesen, wenn es beim Weserberg bist, also gibt es ja oft so einen Stand davor. Ja. Da habe ich schon mal so süßes gekauft, aber... War nicht so deins? Ja, es ist gut, aber so wenn ich ins Kino gehe, dann hätte ich lieber das salzige, wo man viel trinken muss, viel Cola, so dazu trinken muss. Und wie stehst du zu Nachos? Ja, ich esse. Also, scheiße. Eigentlich esse ich immer Nachos. Also, ich esse immer Nachos. Mit Käsesoße oder ohne? Na, mit Salsa-Soße. Oh. Mit Käse. Meine Freundin nimmt immer salzig. So. Und dann esse ich mit. Aber eigentlich esse ich immer nur Nachos. Finde ich gut. Was ist denn so dein absolutes Lieblingsessen? Wären wir schon beim Thema. Ich keine Ahnung. Ich glaube, ich lüge die ganze Zeit, weil... Bei jedem Interview oder viele Interviews fragt mich das dann jemand und dann weiß ich nicht mehr, was ich davor gesagt habe. ich glaube, Schweinsbraten so von der Oma oder so irgendwas, glaube ich, ist schon das Beste. Bester Fußballer jemals? Aller Zeiten, meint er? Ja. Ja, dann Messi. Aber ich glaube, vom Talent her, meiner Meinung nach, ist wahrscheinlich Neymar für mich der Beste. Aller Zeiten? Ich glaube schon. Vom Talent her, glaube ich, ja. Von den Daten und Fakten, Messi. Gucken wir mal. Marvel oder Star Wars? Gar nichts. Nichts von beidem? Na, Fantasy ist... Okay, Fantasy ist jetzt wieder weit her, cool, wenn ich Harry Potter und Herr der Ringe mag, aber so Fantasy mit so Superhelden oder so ist nicht so meins. Und Star Wars, keine Ahnung. Wenn du dir jemanden aus der Mannschaft aussuchen müsstest, der quasi für dich ein Sprintduell läuft... Also. Den, was ich auf die Reise schicken würde. Den du auf die Reise schicken würdest. Ich genau. Sage jetzt nicht Felix, weil sonst glaubt er wieder, er ist der Schnellste. nee, Felix oder Ehren, die ist, weil vor allem wenn Felix da in dieser Fünferkette rechts spielt, macht schon richtig Spaß, wenn ja, du immer eine Option hast, auch tief zu spielen. Mhm. Was würdest du denn sagen, die Fünferkette, wie kommt die euch entgegen? Oder ist das genau das System, das die Mannschaft braucht? Oh, ich glaube halt, wir haben drei. Oder wahrscheinlich auch mehr richtig gut zentrale Spieler, deswegen braucht man drei im Zentrum.
Andererseits, wenn man drei im Zentrum hat, kann man nicht oft mit zwei Stürmern spielen, außer du spielst Raute, glaube ich, vermute ich, dann hast du vier im Zentrum. Und ja, so gut unsere Stürmer sind, muss man mit zwei Stürmern spielen. Deswegen glaube ich, kommt das unserem Spiel am besten oder spielt sie am besten in die Karten. Aber ich glaube, so ein 4-3-3 oder 4-2-3-1 ist für mich, oder ja, oder vielleicht sogar Raute, keine Ahnung, das ist so für mich schon das coolste System. Aber also zu unserer Mannschaft passt dieses System, glaube ich, am besten. Nutella mit oder ohne Butter? Mit natürlich. Echt? Ja, Ich finde das, das wie ganz oft grauslig. diskutieren wir schon darüber? Ganz Ist zehnmal grauslig. besser. Wirst du in Bremen oft erkannt, wenn du in der Stadt unterwegs bist? Ja, ich bin ja nicht so oft in der Stadt unterwegs, auch jetzt durch Corona. So manchmal, wenn ich ein Spiel gewinne und dann, ja, kann ich ja eh hier sagen, wenn ich gewinne, dann hole ich mir manchmal was von Mc's. Da gab es schon wirklich teilweise, wo die Fans noch vom Stadion irgendwo da rumlaufen, obwohl ich eh eigentlich weiter weg wohne, aber die gehen wahrscheinlich nach Hause und da reden sie schon ins Auto rein oder so, aber so am Tag oder so. Höchst, es kann schon mal passieren, dass jemand so komisch guckt, aber richtig erkannt, glaube ich nicht. Was glaubst du, auf welchem Tabellenplatz wir am Ende der Saison stehen? Auch gemein. Das mag ich jetzt nicht festlegen. Hauptsache, wir spielen so weiter wie jetzt, dann wird es schon gut aussehen. Und wenn du dir es wünschen könntest? Ja, der Wunsch ist ja immer erst, aber man will ja immer gewinnen. Dann gucken wir mal. Kommen schon ganz schön viele Fragen. Ja, die Leute sind da sehr aktiv. Das ist Wahnsinn. Ich komme gar nicht hinterher, alle zu stellen. Ja, weil ich so langsam mache, ich deswegen. Was würdest du sagen, was müsste man machen, dass du dir, also was müsste ich machen, dass ich bei dir ein Tattoo von mir quasi bekomme? Also, dass du dich quasi so, sagen wir, meinen Kopf auf. Also, das. Bruch. Dass dein Instagram mal löscht, wahrscheinlich. Deine Stories. Warum? Weil deine Stories sind schon ganz Ey, das war, das. Ist gemein, gell? Aber ich finde, die sind sehr unterhaltsam teilweise und informativ. Ja, ich schwöre, ich schaue es mir eh immer an. Das ist recht. Kann ich mir einen neuen Account machen dann? Auf keinen Fall. Aber wenn ich mein Instagram lösche, dann würdest du dir quasi. Na, du löscht es jetzt nicht, okay? Aber das ist so gut ich dich jetzt kenne, Ja, ist okay, das das verstehe. Einzige, was du vielleicht machen könntest. Überlege ich mir immer noch. Pfirsich oder Zitrone-Eistee? Zitrone. Also kommt auch drauf an, diesen Fusti, was hier gibt, da ist eher, na, ist glaube ich auch Zitrone. Aber es gibt so Sorten, wo Pfirsich vielleicht ein bisschen besser schmeckt, aber bei Rauch. Kennst du Ja? Rauch? Nee? Ja, ist so eine Marke, ich glaube eine österreichische vielleicht sogar. Da ist Zitrone mit Abstand am besten. Ich bin Team Pfirsich. Ja. Schmidt übrigens auch und der regt sich immer auf, wenn ich Zitrone trinke. Ja, zu Recht. Ja. Was war das coolste Stadion, in dem du bis jetzt gespielt hast? Also abgesehen von unserem. Ja. Das ist ja natürlich die Eins. Also im Gegensatz zu Österreich, bei allem Respekt, ist halt hier in Deutschland für mich schon jedes Stadion fast was Besonderes. Das Schönste ist vielleicht Gladbach. Das, wo ich Frank. Na, Gladbach ist schon schöner als Frankfurt, glaube ich. Ich glaube, Gladbach ist schon ein richtig schönes Stadion. Hast du mal in Dortmund gespielt? Na, ah ja, doch, da habe ich auch schon gespielt, gell? Aber Ja. ohne Publikum, vielleicht hat das. Ich bleibe bei Gladbach. Pizza mit oder ohne Ananas? Also so eine Pizza Hawaii, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so heißt, mit Ja, Ananas, Hawaii. Schinken, Ananas mag ich auch, aber hier in Bremen habe ich jetzt noch nicht so eine gute Pizzeria gefunden, wo mir das schmecken würde. Verstehe. Aber gehst du gerne mal essen, so auch mit den Jungs? Eher mit Also, meiner Freundin. so Also Freundin mit und dann vielleicht vielleicht. Schmidti und seine Freundin, Fülle und seine Frau, Zetti und seine Freundin. Das sind da, mit denen ich vielleicht gerne was essen würde. Okay, verstehe. Was ist dein Lieblingsnachtisch? Jetzt will jeder Kaiserschmarrn hören, gell? Nee, Ist hier Palatschinken. überlassen. Was ist Palatschinken? Gibt es hier? Heißt das Ja, anders? nee. Pfannkuchen? Ja, Pfannkuchen. Aber das ist so Einkraut mit Nutella oder Marmelade? Ja, genau, Oder das ist Pfannkuchen. bei uns, ja, Palatschinken, das gibt es nicht. Gucken wir mal, was sonst noch kommt. Was wirst du als erstes machen, wenn ihr aufsteigt? Keine Ahnung. Mich freuen. Bist du abergläubisch? Ja, ein bisschen, aber ich habe es jetzt versucht, ein bisschen abzulegen. Okay.
Aber hast du irgendeinen Tick, den du unbedingt immer machen musst, so? Also, keine Ahnung, immer mit dem rechten Fuß aufstehen. Nee, gar nicht. Also die aber oder die Sachen, was ich jetzt hatte, die habe ich abgelegt und seitdem schieße ich doch. Also, und jetzt Perfekt. versuche ich mich da nicht mehr irgendwie reinzulegen, irgendwie oder reinzuarbeiten in irgendeine Sache. Ich soll dir von Phil Klaussen sagen, kannst du Schmied mal sagen, dass er eine richtige Maschine ist? Danke. So, dann gucken wir mal. Football oder Basketball? Guck beides nicht. Für Basketball bin ich sowieso viel zu klein, dann macht es auch keinen Spaß, das zuzugucken. Football. Schmidti zwingt mich immer, irgend so einen Blödsinn zu schauen. Also, wenn ihr jetzt entscheiden müsst, gehe ich vielleicht mehr mit Football, aber ich will nichts sagen, ich habe Gute keine Entscheidung. Ahnung. Wenn du dir aussuchen dürftest, mit wem du von Werder TV auf beim Auswärtsspiel auf dem Zimmer müsstest, für wen würdest du dich entscheiden? Scheiße, mit keinem. Alle Einzelzimmer will ich nicht. Na, wer ist denn alles? Du, Peter, Peter? Markus. Oh, wen nehme ich da? Wer nervt mich am wenigsten? Na, den. Na, ich kann. Ich habe einen ruhigen Schlaf. Echt? Ja. Schlafst lang? Ja. Und früh? Geht. Schlaf Peter früh? Jetzt mit Ja, Kind jetzt sicher. Ja, schon. dann nehme ich Peter. Alles klar. Aber bist du jemand, der früh ins Bett geht? Ja. Echt? Wann gehst du ins Bett? Keine Ahnung, jetzt mein Kleiner geht auch immer um 21:30 Uhr, dann legen wir ins Bett und gehe ich schon mit. Okay, ich bin eher so 23, 24 Uhr. Okay, das geht aber noch. Das wird eigentlich noch gehen. Also jetzt nicht so bis morgens um 5 oder so. Ja. Was gefällt dir am meisten bei Werder? Puh, alles. Nee, ich glaube so, keine Ahnung, dieses, dass die Stadt eigentlich sozusagen richtig hinter dem Club steht, weil es halt nur, ja, Werder, glaube ich, jetzt so gibt in dieser Stadt Ja. und das ist schon was, oder das macht es zu was ganz Besonderem. Bester Werder-Spieler jemals. So, sage ich einfach mal Herzog Andi für Herzog. seine Zeit. Ich dachte, du nimmst vielleicht Marco. Marco Friedl? Ja. Na. Na. Nee, der ist ein super Spieler, aber ich bin eher der, was die Offensiven nimmt. Aber dann will ich Herzog mal nehmen. Wish Money Boy fragt, ob da der Praktikant hinter der Kamera ist. Nee. Nee. Scheiße. Die Frage beantworte ich jetzt mal. Jetzt spielt ihr ja am Wochenende auch wieder vor 10.000 Zuschauern. Wie groß ist denn eigentlich der Unterschied jetzt so von 0 zu 10.000? Puh, das ist riesig. Ich glaube, jeder, was hier jetzt bei uns in der Kabine sitzt, freut sich riesig. Ich glaube, jeder, wo wir die Nachricht bekommen haben, dass wieder Leute ins Stadion dürfen, sind wir alle mal kurz gesprungen, weil ja, es macht einfach viel mehr Spaß mit Fans. Was glaubst du denn, was in Paderborn los gewesen wäre, wenn da Fans da gewesen wären? Also Also, ich viele sag, Fans. da hätte sicher. Ich bin jetzt mal positiv optimistisch, sagen wir es in die Richtung. Zwei rote Karten hätte es sicher geben, sage ich. Mit Fans. Und ist es dann aber auch nochmal ein Unterschied von 10.000 zu das Stadion ist ganz voll? Ja, der Unterschied ist sicher da. Auch wenn unsere Ultras dann da sind, ist es sicher ein Unterschied. Aber wie gesagt, ich glaube generell unsere Fans ja, sind richtig cool und ja, es macht auch Spaß hier zu spielen. Wenn Romano Schmid jetzt privat ins Stadion gehen würde hier, wo würdest du dann hingehen? Bist du eher so derjenige, der quasi auf die Tribüne sitzt, oder bist du eher der, der dann steht, so im Block bei den Fans, oder? Armin Block würde ich auf keinen Fall gehen. Ich will immer das Spiel betrachten, so an der Seitenlinie irgendwo. Also So wie der Trainer. mit So. gutem Blick Ja, quasi, genau. ja, okay, verstehe. So direkt hinter der Ja, Trainer. genau. Ein bisschen oben vielleicht, dass das ganze Spiel siehst. FIFA oder Fortnite? Dann nehme ich. Ja, bei FIFA raste ich immer so aus. Dann nehme ich Fortnite. So, dann gucken wir mal, kommen wir langsam auch schon zum Ende. Magst du Sachen mit Käse überbacken?
Wenn du jetzt eine Lasagne meinst oder so, dann ja. Aber so, keine Ahnung, Pommes oder so mit Käse backen brauche ich nicht. Ja, verstehe. Ist die 20 deine Wunschrückennummer? Nee. Was hättest du gerne? Na, das kann man nicht sagen, ist respektlos, wenn es jemand anders hat. Okay, dann lassen wir uns einfach überraschen. Vielleicht kriegst du deine Wunschnummer ja noch. So, gucken wir nochmal, was hier noch kommt. Hast du schon mal eine schlimme Verletzung? Schlimm definiert. Mit 13 wurde ich mal operiert. Am Sprunggelenk. Okay. Und seitdem ja nur die Schambeinentzündung und die hält halt jetzt seit 3,5 Jahren an. Wo es mal besser geht, mal schlechter. Okay, dann würde ich sagen, sagen wir mal Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke an euch da draußen für die ganzen Fragen. Ja, war cool. Und dann wünschen wir dir viel Erfolg für Samstag und ein Tor und zwei Assists. Ja, auf jeden Fall. Danke. Ciao. Ciao.